Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Ost-West-Forums. Es ist deutschlandweit Fasching. Ich wundere mich, dass Sie alle reichlich vertreten sind. Aber ich denke, dass es im Osten dann doch nicht so gefeiert wird. Sie sind eben dennoch gekommen, obwohl das Thema des heutigen Abends nun keineswegs lustig ist. Es hat zu tun mit Vertreibung, Flucht und nacktem Elend. Wir müssen voller Scham zusehen, wie das Mittelmeer zunehmend zu einem Massengrab für Männer, Frauen und Kinder wird. Vor wenigen Tagen sind wieder 300 Menschen vor der Küste Italiens elend ertrunken. Es ist eine Schande. Diese Flüchtlinge greifen auch in unser Leben ein. Sie erwarten von uns Mitgefühl, Solidarität und positives Denken. Um das zu ermöglichen, brauchen wir staatliche Partner, die sich etwas einfallen lassen und uns als Helfer auch akzeptieren. Es gibt positive Beispiele. Eine unserer Moderatorinnen für die deutsch-türkeistämmigen Biografiegespräche in Konstanz, eine Kurdin, die es vom Flüchtlingskind zur Stadträtin gebracht hat, gründete schon vor Jahren einen runden Tisch, an dem hilfsbereite Bürger, Rechtsanwälte, Polizei, Kirchenvertreter, Vertreter von Parteien, Jugend- und Sozialamtsleiter sowie Vertreter der Auslandsbehörde sich gemeinsam allen Flüchtlingsfragen vor Ort widmen. Übrigens auch dem Kirchenasyl, das der Runde Tisch seit seiner Gründung in 12 Fällen unterstützte. Sie erinnern sich, das wird gerade in Frage gestellt. Hinzu kommen 150 Patinnen und Paten, die sich in Alltagsfragen um die Flüchtlinge kümmern. Das alles klappt, weil eine Frau das mit großer Zähigkeit durchgesetzt und am Leben erhalten hat und es funktioniert. Es geht aber auch um die Frage, wie wir mit den Flüchtlingen, die zu uns kommen, umgehen. Wir sollten darüber hinaus auch, also nicht nur um diese Frage, wir sollten darüber hinaus auch über die Ursachen von Flucht und Vertreibung nachdenken und uns fragen, was unser Staat, was unsere Wirtschaft tun kann, um die Fluchtursachen schon im Vorfeld zu lindern. Wir können ja nicht alle aufnehmen. Die gegenwärtige Flut von Kosovo-Flüchtlingen ist dafür ein gutes Beispiel. Die meist jungen Leute suchen Arbeit. Zu Hause gibt es keine. Obwohl die EU eine Menge Geld in das Land pumpt, versickert es wohl in allen möglichen, auch in allen möglichen korrupten Kanälen. Ich habe ja selbst mal in Ägypten gelebt als Entwicklungshelfer und die Gelder, die ich kriegte, die habe ich sozusagen bis zum letzten Pfennig genau kontrolliert, wo die hinfließen. Aber das stieß bei meinen ägyptischen Partnern durchaus auf Skepsis und ja, sie fragten mich dann irgendwann, ließ mich der Minister kommen und fragte mich einen Satz, der mir sehr hinter der Haut steckte. Sie misstrauen uns Ägyptern, ja? Was soll man dann darauf sagen? Kann er nicht sagen, ja, ich misstraue euch, ich habe gute Gründe. Also ich habe gesagt, das ist etwas, was uns unsere Organisation vorschreibt. Na gut, er hat es natürlich nicht geglaubt. Also es gab da eine Menge Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn man also versucht, dort vor Ort zu helfen, und das ist etwas, was auch die EU und dass wir alle, die das machen, kontrollieren, bis zum Ende kontrollieren müssen. Nicht einfach Geld übergeben. Aber das sind nur zwei Hinweise, auf die wir im Verlauf des Abends vielleicht zurückkommen werden. Zuerst freue ich mich jetzt, unseren Gast, Professor Martin Gilo, aufs Herzlichste begrüßen zu dürfen. Martin Gilo ist 1945 geboren in Delmenhorst, das ist übrigens in Niedersachsen, dort ist er aufgewachsen. Er studierte nach dem Abitur Psychologie an der Universität Hamburg und in den USA. Dort promovierte er 1973 in Sozial- und Organisationspsychologie. Es folgten zwei weitere Jahre der Forschungstätigkeit an der University of Washington in Seattle. Danach arbeitete er über zwei Jahrzehnte als Unternehmensberater und Personalchef in verschiedenen amerikanischen Unternehmen, zuletzt übrigens auch in Dresden. Von 2002 bis 2004 war er im ersten Kabinett Milberath,
sächsischer Minister für Wirtschaft und Arbeit. Danach zog er für die CDU im Wahlkreis Freiburg II in den Sächsischen Landtag ein. 2009 übernahm er das Amt des sächsischen Ausländerbeauftragten, das er bis zu seinem freiwilligen Ausscheiden aus dem Landtag 2014 innehatte. Lieber Herr Gilo, Sie haben das Wort. Ja, lieber Herr Schmidt-Gödelitz, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute Abend hier sprechen kann über ein Thema, das offensichtlich nicht nur mir am Herzen liegt. Was ich heute sagen werde, ist meine persönliche Perspektive. Ich bin ja nicht mehr im Amt des Ausländerbeauftragten, deswegen kann ich sagen, was ich denke. Deswegen sind Sie heute Abend eingeladen worden. Kein Text ohne Kontext. Das habe ich mal von einem sehr schlauen Freund gelernt. Und das heißt, wir beginnen jetzt mit einer sehr schwierigen Frage, auf die wir gegen Ende nochmal zurückkommen werden. Und die Frage lautet, wer werden wir? Schon schwierig genug zu fragen, wer sind wir? Haben Sie mal nachgedacht, wer wir sind, was uns definiert? Die Frage ist, wer werden wir? Das wird aus verschiedenen Gründen eine immer wichtigere Frage. Und ganz ehrlich gesagt, sie verunsichert uns. Denn wir sind ja eigentlich, fühlen uns ganz wohl damit, wer wir eigentlich sind. Und wenn jetzt jemand sagt, wer werden wir, heißt das ja, irgendwie werden wir uns verändern in unserer Perspektive, in unserer Sicht. Und das ist nicht immer unbedingt angenehm. Der Umgang mit dem Thema Flüchtling und Asyl konfrontiert uns mit dieser unangenehmen Situation. Wenn nämlich viele Flüchtlinge kommen. Die Zahl der Flüchtlinge nach Deutschland hat sich dramatisch erhöht. 2009, als ich antrat als Ausländerbeauftragter, kamen nach Deutschland insgesamt im ganzen Jahr 30.000 Flüchtlinge. Im letzten Jahr waren das über 200.000. Das heißt, die Zahlen haben sich versiebenfacht in der Zeit und mittlerweile sind Flüchtlinge im letzten Dorf in Sachsen sichtbar. Sie werden überall verteilt. Und das heißt, wir werden alle gebeten, uns mit dem Thema Flüchtlinge zu beschäftigen. Und was wir angesprochen haben, wenn es positiv läuft, ist es, dass die Kirchen, die Wohlfahrtsverbände, dass wir alle entdecken, dass zivile Initiativen, dass wir alle entdecken, dass wir eine positive Rolle spielen können, wie wir Menschen hier menschlich behandeln. Im Negativen löst es natürlich auch Ängste aus. Auf die werde ich noch zu sprechen kommen. Wer sind wir und wer werden wir? Das ist auch eine demografische Frage. Jede Kindergeneration ist um 35% kleiner als die Elterngeneration. Das multiplizieren Sie mal mit 5 Generationen, dann wissen Sie, wie wir aussehen werden. Gleichzeitig nimmt aber die Zahl der Migranten, die nach Deutschland kommen, die innereuropäische Migration ist, dass man also innerhalb Europas ziehen kann, wohin man will und so weiter. Mittlerweile sind die Familien mit Migrationshintergrund stark im Wachsen. Im Jahre 2013, laut Spiegel Online vom 15. Februar, waren 31% der Familien in Deutschland Familien mit Migrationshintergrund. Das heißt, mindestens eine Person ist entweder eingewandert oder stammt von Eltern ab, die eingewandert sind. Okay? Dass wir sagen, ein Drittel der Familien in Deutschland haben Migrationshintergrund. Wir sehen das in Sachsen noch nicht, weil bei uns zum Beispiel der Ausländeranteil bei 2, noch was Prozent liegt. Und wenn man auf dem Lande ist, dann kann man schon vor Glück sagen, wenn man jemanden sieht, der nicht so aussieht wie wir.
In den Städten ist das etwas anderes. Aber es konfrontiert uns mit dem, was wir eigentlich sind, wer wir sind. Die deutsche Identität. Was ist das eigentlich? Ist das eine Leerpackung? Mein politischer Freund von der CDU, Friedrich Merz, sagte vor vielen Jahren, als er noch aktiv in der Politik war, es gebe eine deutsche Leitkultur. Das Interessante, was sich daraufhin entzündete in der deutschen Öffentlichkeit war, sollen wir darüber reden oder sollen wir nicht reden? Es gab dann die Gegner einer deutschen Leitkultur und die CDU war dann Gegner der Gegner gegen eine Diskussion der Leitkultur. Es hat nie irgendjemand gesagt, was denn in dieser Packung drin wäre. Wir haben als Deutsche regionale Identitäten. Versuchen Sie mal bei Google nachzuschauen, preußische Tugenden. Sie kriegen über 220.000 Einträge. Versuchen Sie mal zu googeln, deutsche Tugenden, finden Sie keine. Okay? Wir Sachsen wissen, wir haben eine regionale Identität. Wir sind fischelig, wir sind mit dem Status quo nie zufrieden, wir improvisieren, wir sind Tüftler. Das ist für die Sachsen richtig. Die Baden-Württemberger, da schaffe Häuslebau, bescheiden sein, schön sparen, was bauen mit der Familie. Wir haben in den verschiedenen Regionen in Deutschland sehr wohl Identitäten und ich denke mal, außer bei den nationalen Fußballauseinandersetzungen oder den internationalen, wo unsere Nationalmannschaft ausschaut. Wir sind sehr zufrieden mit unseren regionalen Identitäten und lassen das Deutsch am besten an der Seite liegen. Denn die deutsche Identität begann ja erst 1871. Vorher waren wir ja über 17 unterschiedliche Länder. Und zwar über fast 1000 Jahre. Mit anderen Worten, wir haben unsere Identität als Deutsche noch nicht entdeckt. Und auf einmal kommen die Ausländer und sagen sich, also wir wollen das Ganze ein bisschen aufmischen. Udo Ulfkotte, ein konservativer Autor, der war früher bei der Frankfurter Allgemeinen, dann wurde er Muslim, dann trat er aus dem muslimischen Glauben auf und warnt jetzt vor dem Islam in Deutschland, sagte neulich im BBC, meine Frau hörte das dann abends, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland, das ist die Bratwurst. Ich denke, darüber kann man genüsslich nachdenken. Man muss dazu auch noch sagen, dass Udo Ulfkotte dann in der gleichen Sendung sagte, also es ist ihm leid, dass wir über die nationalsozialistischen Gräueltaten nachdenken. Er ist nicht da geboren und es hat mit ihm nichts zu tun. In anderen Worten, für ihn endet das, was deutsche Kultur angeht, wahrscheinlich bei der Olympiade 1936 in Berlin, danach ist Schluss. Und in dem Sinne, wenn ich da aufhöre zu definieren, was deutsch ist, dann brauche ich auch nicht zu denken, dass wir seit 50 Jahren Muslime, griechisch-orthodoxe und viele andere Religionen als Teil unserer Gesellschaft haben. Also auch das ist dabei. Jetzt zum Thema Flüchtlinge. Es kommen Gebetene. Und es kommen ungebetene Gäste. Flüchtlinge sind alle ungebeten. Die meisten Flüchtlinge kommen, weil sie irgendjemandem einen Schleuser Geld bezahlt haben. Über 95% der Flüchtlinge, die nach Deutschland gelangen, haben irgendjemand zwischen 2.000 und 20.000 Euro pro Kopf bezahlt. Wir haben also bei den Flüchtlingsbewegungen auch eine Industrie, die daran interessiert ist, weiterhin viel Geld zu generieren und das macht das Ganze etwas schwerer. Es konfrontiert uns, die Flüchtlinge konfrontieren uns mit einer Frage, die wir oft nicht stellen, zumindest nicht am Anfang stellen. Wem gewähren wir Asyl? Und da gibt es drei Positionen. Die erste Position bezieht sich auf das Grundgesetz, § 16a.
Man sagt, wir gewähren denjenigen Asyl, die in ihrem Land politisch verfolgt werden, und das ist sehr klar definiert. Und von den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, sind etwa 2%, die diesen Kriterien entsprechen. Und das heißt, das ist die Position, die meistens von den Rechten, von den Konservativen vertreten wird. Nun ist Deutschland aber auch Mitglied in der UNO und Mitglied in der EU. Und deswegen gelten die UNO-Menschenrechtserklärung und die europäischen Menschenrechtserklärungen, die Schutz gewähren denjenigen, die aus Kriegsgebieten kommen, die auch wegen ihrer Religion zum Beispiel oder anderer Gründe diskriminiert und verfolgt werden. Okay? Und damit kommen wir, wenn wir das auf 2013 beziehen, das sind die neuesten Daten, damit kommen wir auf eine Schutzquote, das heißt, die Menschen dürfen hier leben, bis der Grund für ihre Flucht nicht mehr vorliegt, das heißt, der Krieg beendet ist. Wir kennen das aus dem Kosovo-Krieg. Die Schutzquote, die effektive Schutzquote ist 50%. Und das ist das, was nach dem Gesetz getan wird, und da ist die Verwaltung. Bleiben 50%, die wieder zurückgeschickt werden sollen. Auch da gibt es eine politische Perspektive von Pro-Asyl, von einigen Parteien, von einer Partei, ich glaube die Grünen, die am besten liebsten sagen, also wer es schon geschafft hat, hierher zu kommen, der soll auch immer bleiben können. Wir haben das vielleicht gesehen, alle dürfen bleiben. Das ist eine sehr weitgehende Position. Ich denke, das ist nicht die Mehrheit, entspricht nicht dem Gesetz, aber wenn es demokratische Mehrheiten dafür gäbe, kann man das Gesetz ändern. Gesetze sind von Menschen geschafft und Gesetze können von Menschen geändert werden. Das heißt, wer das möchte, der sollte versuchen, die Gesetze zu ändern. Bei der Perspektive Umgang mit Flüchtlingen. Wir haben heute gerade gehört, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir sollen in den Ländern anfangen zu sehen, wo die Probleme sind, und dann tun wir was. Ich denke, ich möchte hier plädieren für mehr Bescheidenheit. Bescheidenheit über das eigene Vermögen, positiv auf die Welt einzuwirken. Es gibt über 150 Länder. Wir können uns diplomatisch einsetzen, wir können uns mit einigen Mitteln einsetzen, wir können uns mit der Wirtschaft einsetzen, dass vor Ort die Faktoren für eine gute Gesellschaft besser werden. Aber wir können an den kriegerischen Auseinandersetzungen nichts ändern. Oder wenn wie in Eritrea eine Diktatur entsteht, was wollen wir als deutsche Bundesregierung oder eben als Europäer, was wollen wir da tun können? Ich denke, wir müssen lernen, auch, dass wir nicht Kapazität haben, alle Flüchtlinge der Welt aufzunehmen. Es sind im Augenblick über 55 Millionen Menschen auf der Flucht. Die leben außerhalb ihres Landes, also nicht nur innerhalb des Landes an eine Region geflohen, sondern die haben das Land verlassen. 55 Millionen. Stellen Sie sich vor, die würden alle nach Deutschland kommen. Ich denke, dann sehen wir schon, dass es Kapazitäten gibt, auch Grenzen gibt. Und jetzt gehe ich weiter. Wir gehen ja jetzt auch an Wirtschaftsflüchtlinge. Es gibt in der Welt über 1 Milliarde Menschen, die vom Hungertod bedroht ist. Das heißt, die sind in diesem Sinne, wenn sie es schaffen würden, würden Sie bei uns auf der Matte stehen und sagen, wir sind Wirtschaftsflüchtlinge, helft uns doch. Also von daher denke ich, so unangenehm wie es ist, wir sollten uns Gedanken darüber machen, dass wir bei aller Großherzigkeit auch Grenzen haben in dem, was wir tun können und wie weit wir gehen können. Jetzt komme ich zum Thema, solange Sie hier sind. Ich setze mich ein dafür, ich plädiere dafür, dass Menschen, die hier sind, Menschen sind grundsätzlich unsere Mitmenschen.
Und solange sie bei uns leben, haben wir eine Verpflichtung vor uns selbst, sie menschenwürdig zu behandeln. Es gab Anfang der 90er Jahre die Gesetze, es gab einen Asylkompromiss 1993, der, ich sage mal, auf Vergrämung oder auf Deutsch Verelendung der Flüchtlinge ausgezielt war. Das heißt, sie wurden in Asylbewerberheimen weit ab vom Schuss, ziemlich eng, kein Zugang zur deutschen Sprache, kein Zugang zur Arbeit, Zugang zu nichts. Sie wurden sichtlich verelendet in der Annahme, dass damit die Leute sagen, also wenn ich schon nicht in Deutschland unterkomme, suche ich es irgendwo anders in Europa. Vergrämen tut man Tauben zum Beispiel vom Rathausplatz, indem man so Laute von Habichten und so weiter ab und zu mal über Lautsprecher aus, und damit sie dann woanders hinfliehen. Und das ist natürlich eine antieuropäische Haltung. Das heißt, wenn sie schon Europa sind, wir hoffen dann, dass sie in irgendein anderes europäisches Land gehen, nur nicht zu uns. Was natürlich problematisch ist. Ich denke, Mitmenschlichkeit und Menschenwürde sollten wir auch den Flüchtlingen gegenüberbringen. Das heißt, wir wollen sie natürlich wie Mitmenschen behandeln, indem wir ihnen zum Beispiel Zugang zur deutschen Sprache geben. Ich höre immer wieder von Menschen, die sagen, also die Ausländer, die respektieren uns ja gar nicht. Okay. Ja, wie ist denn das? Kultur äußert sich in der Sprache. Wie kann ich eine Kultur respektieren, wenn ich die Sprache nicht kenne und damit die Kultur nicht kenne? Wenn ich mit den Menschen nicht sprechen kann, wie kann ich den anderen Menschen respektieren? Das heißt, ich brauche Zugang zur deutschen Sprache. Und der andere Ansatz ist, wir sollten Menschen auch einen Zugang zum Arbeitsmarkt geben, wo wir nach vielen Jahren endlich dazu kommen. Denn wenn Sie jemanden zwingen, wir haben 10% Akademiker, die aus der Welt als Flüchtlinge zu uns kommen. Selbst wenn Sie einen Akademiker, einen Arzt, wenn Sie den zwingen, 5 oder 10 Jahre nichts zu tun, was glauben Sie, was der nach danach, und wir sagen danach, und jetzt darfst du arbeiten, was glauben Sie, was wie der in der Lage oder eben nicht in der Lage ist, damit etwas zu tun. Der andere Punkt ist, Menschen, wir alle, jeder Mensch sucht etwas Sinnvolles mit seinem Leben anzufangen. Und wir sollten den Menschen, solange sie hier sind, eine Chance geben, sinnvolle Tätigkeiten bei uns, in unserer Gesellschaft zu tun und sich konstruktiv hier einzubringen. Denn mein Ansatz ist, wenn wir ihnen keinen positiven Weg öffnen, es gibt andere, die ihnen negative Optionen anbieten und die nicht in unserem Sinne sind. Okay? Wir haben Flüchtlinge, die kommen mit allen Talentstufen zu uns. Ob das Ärzte sind, ich habe neulich in einem Heim, ging ich auf jemanden zu und sagte, ja, was hast du eigentlich, komm aus Iran, was hast du in Iran gemacht? Ja, ich habe einen Laden gehabt. Warum kann man den Menschen nicht nutzen, in einem Unternehmen, beim Handwerker oder so, sich aktiv zu beteiligen? Dann sind wir beim Thema das Beste daraus machen. Das Beste daraus machen. Ich habe schon gesprochen von den mehr als 10% Akademikern, die zu uns kommen. Viele Facharbeiter kommen zu uns. Es bietet sich an, gerade für junge Leute, zum Beispiel Lehrlingsausbildung anzubieten. Viele Lehrbetriebe würden sich darüber freuen. In Sachsen gibt es viele Lehrangebote, die leer ausgehen, weil sich niemand findet. Die Anzahl der Lehren ist seit 2009 um ein Drittel zurückgegangen, weil einfach keine Kandidaten für diese zu besetzenden Stellen zur Verfügung stehen. Warum nicht junge, aktive Menschen, die mit viel Saft und Kraft kommen, dafür einsetzen? Und dann kommt natürlich die traurige Wahrheit, nach der Ablehnung kommt die Abschiebung.
Und dann hoffentlich auch die Reintegration in ihre Heimat mit den Berufserfahrungen, die sie in Deutschland gemacht haben. Meine Idee ist, wenn jemand in sein Land zurückgeht, per Gesetz, dann soll er einen Schatz aus Deutschland mitbringen. Und der heißt Bildung und Berufserfahrung. Wir werden in der Welt belobigt für unsere Bildung. Warum nicht den Menschen diese Bildung mitgeben? Wenn wir ihnen den Zugang schaffen, dann schaffen wir ihm auch auf diesem Weg einen Weg in die Gesellschaft, in ihrem Heimatland. Eine Alternative, über die man nachdenken kann, die ich gerne anregen würde, ist, wenn also jemand sich positiv bei uns verhält. Und wenn er von der Bildung her eigentlich eine Chance hätte, per Blue Card, also die neue Arbeitsberechtigung, zu bekommen, warum erlauben wir ihm nicht, den Flüchtlingsstatus, den Antrag für Flüchtlinge zurückzuziehen und stattdessen eine Blue Card anzunehmen und dann zu arbeiten? Unser Gesetz erlaubt das im Augenblick nicht. Ich höre vom Innenminister, also viele Menschen, die aus Syrien kommen zum Beispiel, hätten eigentlich vom Bildungsgrad her eine Chance bei uns, die Blue Card zu bekommen. Aber wenn sie einmal den Antrag als Flüchtling stellen, gibt es für sie keinen Weg mehr, aus diesem Kanal, den sie jetzt gewählt haben, herauszukommen. Jetzt gibt es diese Abwägung, stellen wir uns mal vor, wir sind also ein Arzt, der aus Syrien kommt. Und jetzt kommt jemand und der ist jetzt hier angekommen, freut sich, dass er lebt. Und er hat jetzt die Wahl, sich zu melden als Blue Card Kandidat oder als Flüchtling. Als Blue Card Kandidat hat er 6 Monate Zeit, hier einen Arbeitsplatz zu finden. Wohl wissend, er spricht noch kein Deutsch. Als Flüchtling hat er ein bisschen mehr Zeit, hat er einige Jahre Zeit. Was würden Sie machen? Wahrscheinlich auch den Flüchtlingsstatus beantragen. Und dann, wenn ich soweit bin, müssten wir doch, das Gesetz lässt sich ändern, Gesetze sind von Menschen gemacht, warum dann nicht dem erlauben, dann den Blue Card-Antrag zu stellen und den Flüchtlingsantrag zurückzuziehen? Warum machen wir das nicht? Okay, wäre also eine Möglichkeit, dieses Thema Flüchtlinge und Beitrag zu unserer Gesellschaft konstruktiv zu ändern. Und jetzt noch zum Thema, wer werden wir, bevor wir dann zu den Fragen gehen. Ich höre im Zusammenhang, ich bin mal angerufen worden von einem Reporter einer umsatzstarken deutschlandweiten Zeitung. Und er sagte, hören Sie mal, Sie sprechen immer, wir sind weltoffen und so weiter, verlieren wir nicht unsere Identität. Er war also auf der Suche danach, Jörg Gillow ist einer der Enddeutscher. Ne, so. Und da sage ich, hören Sie mal, wenn wir dazulernen im Umgang mit anderen Kulturen, mit Welterfahrung, wir vergessen doch nicht, wer wir sind. Wir werden interessanter, wir werden vielfältiger. Unser Bild, unser Modell von der Welt wird reichhaltiger. Wir werden reichhaltiger in einer reichhaltigen Gesellschaft. Denken wir doch einfach mal nach, vor 100 Jahren, worüber wir heute nachdenken, unsere Eltern, unsere Großeltern würden gar nicht wissen, worüber wir reden. Was für uns selbstverständlich ist. Also von daher denke ich, brauchen wir uns keine Angst zu machen. Es wird aber leider von Politikern, von konservativen Politikern ausgenutzt, von Kräften, um uns zu verunsichern. Wir verlieren nicht unsere Identität. Ich habe dann gewonnen im Gespräch sozusagen. Er tat mir einen Gefallen und schrieb keinen Artikel. Man muss ja auch aufpassen, wie das läuft. Schauen wir uns doch mal an, die Welt wird vielfältiger, der Konkurrenzdruck steigt. Ich bin Systemtheoretiker, das ist ein komplizierter Ausdruck. Es sagt, es gibt da ein Gesetz der notwendigen Vielfalt. Ein System überlebt dann, wenn es auf alle
möglichen Veränderungen in der Umwelt mehr Antworten hat, als Umweltzustände möglich sind. Das heißt, wenn wir als Menschen haben überlebt, weil wir in der Lage sind, auf alles noch was draufzusetzen. Das heißt, die Natur hat uns, war bisher nicht in der Lage, uns irgendwas vorzuwerfen oder vorzulegen, was wir nicht mit Bravour geschafft haben. Und das gilt auch für Gesellschaften. Deswegen denke ich, in einer vielfältiger werdenden Welt mit wachsendem Konkurrenzdruck müsste es uns doch daran gelegen sein, bunter und reichhaltiger zu werden. Dahinter verbirgt sich auch eine neue Perspektive über Kultur. Kultur, wir sehen ja Kultur, unsere eigene Kultur, wir sehen die Kultur der anderen und wir haben bei der Kultur als Menschen, das gilt für alle, eine Sehschwäche. Wir sehen fantastisch, was unsere eigenen Stärken angeht. Da haben wir also perfekte Visionen. Wir sehen noch besser, wenn es um die Schwächen der anderen geht. Ach, was wir denn, ich meine, selbst in, schon in der Bibel wurde darüber gesprochen, dass wir bei dem anderen schon den kleinsten Splitter im Auge sehen, während bei uns der ganze Pfahl unsichtbar ist. Okay? Das heißt, wir haben Probleme, die Stärken in den anderen zu erkennen. Und wir haben Probleme, die Schwächen in unserer eigenen Kultur zu erkennen. Was dazu kommt noch bei uns Deutschen, ist, dass wir irgendwie nie richtig gelernt haben, über uns selbst zu lachen. Wir sind, also Bierernst ist ein Wort, das es im Englischen nicht gibt. Okay, aber wir haben das. Ich denke, durch die Bereicherung unserer Identität, indem wir lernen, was die Stärken und Perspektiven die anderen mitbringen, können wir selber auch lernen. Ich war eine Zeit lang verantwortlich als europäischer Personalchef für Mitarbeiter aus 12 Ländern. Und ich habe von den Italienern gelernt, die Vorteile des Parallelprocessing, wie man so sagt, oder der Multitasking, wie wir heute sagen. Wir Deutschen lieben, wir fangen mit einer Arbeit an, wir bearbeiten die, hören auf, fangen mit der nächsten Aufgabe an. Also eins nach dem anderen. Wunderbar. Die Italiener als Kultur machen immer mehrere Dinge gleichzeitig. Das heißt, wenn sie zum Italiener 10 Minuten zu spät kommen und sich entschuldigen, sagt er, kein Problem, ich konnte an dem und dem noch weiterarbeiten, das lag schon lange an, endlich habe ich mal die Zeit gehabt. Okay? Das ist die unterschiedliche Perspektive. Das heißt, wir können von unterschiedlichen Kulturen lernen, weil alle Kulturen auch ihre Stärken haben. Und dazu möchte ich einladen, und es gibt auch Wege dahin, und einer der großen Wege ist, dass wir lernen, über uns selbst zu lachen und auch über die Schwächen der anderen, aber immer nur im Zusammenhang mit unseren eigenen Schwächen und die Stärken zu erkennen. Und weil ich aus der Industrie komme, möchte ich ein Beispiel sagen, jemand, das das Ganze lebhaft macht. Also in Dresden, AMD, Advanced Micro Devices, wir bauten ein Team aus deutschen Amerikanern. Ich mache das jetzt mal einfach. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen, kulturelle Unterschiede zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen, aber das lassen wir mal beiseite. Die Deutschen haben eine wunderbare Stärke. Wir kennen das alle, nennt sich Gründlichkeit. Diese Gründlichkeit, wie alle Stärken, hat natürlich auch eine Schattenseite. Und das ist die Paralyse durch nie endende Analyse. Das heißt, bevor wir eine Entscheidung fällen, diese Bedenken müssen wir auch noch ausräumen. Und wenn das fertig ist, Und in einer schnelllebigen Industrie kommen Sie nie mit. Also zum Beispiel in der Halbleiterindustrie. Es gibt kein deutsches, großes, eine Ausnahme, komme ich gleich drauf, es gibt kein Halbleiterindustrie-Unternehmen, das von der Wurzel her deutsch ist und erfolgreich ist und Ausnahme Siemens mit Infineon nicht 20 Jahre lang das Hobby eines der Vorstände war, der sich dann
leistete, dass also miese gemacht wurden, aber wir wollten ja dabei sein. Die Amerikaner. Eine der Stärken der Amerikaner ist Risikobereitschaft. Nehmen Sie mal AMD. AMD hat sich entschieden, eine Fabrik zu bauen für ein Produkt, das es noch nicht gab, mit Mitarbeitern, die noch eingestellt werden mussten, mit einer Technologie, die noch nicht zu Ende definiert war und mit Maschinen, die auch noch in Entwicklung waren. 4 Risikofaktoren und darauf haben die sich eingelassen und haben gewonnen. Welches deutsche Unternehmen würde das tun? Also Risikobereitschaft. Allerdings hat auch diese Münze eine dunkle Seite. Und wir nennen das locker aus der Hüfte schießen. Okay? Das heißt, nach dem Motto, schieß, Ziel. Na, so, also das, wenn man das übertreibt. Wir haben dann die beiden positiven Dinge miteinander kombiniert. Wenn es darum ging, wie viel wollen wir wagen bei neuen Produktentwicklungen, haben den Amerikanern gesagt, was denkt ihr denn, was wir jetzt machen sollten? Und dann haben die Deutschen übernommen und sichergestellt, dass auf dem Wege dahin zur Umsetzung unwahrscheinlich aufgepasst wurde, wo irgendwo welche Probleme lagen, die uns vom Weg abgaben. Und deswegen schafften wir diese Ziele, die die Amerikaner für ziemlich unrealistisch hielten, aber wir haben sie trotzdem geschafft. Und dadurch, dass wir das dann schafften, wurden die Amerikaner mutiger. Und dadurch, dass wir dazugelernt haben, lernten wir dann noch professioneller, die Risiken, sagen wir mal, bei der Umsetzung noch gründlicher im Griff zu behalten. Das heißt, wir haben uns gegenseitig bestärkt. Das heißt, die Perspektiven der unterschiedlichen Kulturen haben sich nicht im Wege gestanden, sondern die haben wir kombiniert, um damit das Gesamtteam erfolgreich zu machen. Und eine ähnliche, und das gibt es für viele andere Kulturen, einen ähnlichen Ansatz möchte ich uns anbieten, als das, was wir erreichen, wenn wir uns öffnen, auch für die Stärken anderer Kulturen und der Menschen, die bei und mit uns leben. Ich denke, was wichtig ist, wir werden eine vielfältigere Gesellschaft. Und je vielfältiger wir werden, desto mehr müssen wir auch die einenden Kräfte, die uns zusammenhalten, stärken. Also Einheit in Vielfalt. Ich habe das gelernt, habe mich sehr bewegt bei der Gedenkveranstaltung der Opfer der NSU-Anschläge, wo zuerst die Bundeskanzlerin gesprochen hat und gesagt hatte, Deutschland, Land der Vielfalt. Und dann kommt Gemse Kubaschek, die Tochter eines der Opfer, und spricht, die also jahrelang nicht nur die Unterstützung der Justiz nicht bekam, weil die dachten, das sei ein Mord in der Szene, sondern die noch als Verdächtige behandelt wurden. Nicht? Das ist ja denen passiert. Und die appelliert an uns und sagt, wir brauchen Einheit in Vielfalt, Solidarität in Vielfalt. Und das ist etwas, was sich lohnt zu tun. Und was uns dabei hilft, ist, dass wir das Einende in den Vordergrund stellen. Auch das habe ich von meinen italienischen Kollegen gelernt, als wir über Kultur gesprochen haben. Er hat gesagt, lieber Martin, bei allem gilt doch, wir sind doch alle zuerst Menschen. Dass wir unterschiedliche Kulturen haben, dass wir unterschiedliche Religionen haben. Wir sind doch alle zuerst Menschen. Wir wollen friedlich miteinander leben. Und wenn wir dieses Einende in den Vordergrund stellen, dann sind wir in der Lage, auch bei steigender Vielfalt zusammen zu bleiben. Das Einende, wir erkennen das oft erst in der Krise. Wie zum Beispiel Gemse Kubaschek. Ich habe es auch hier in Sachsen erlebt, in der Krise. Ein letztes Bild. Am Anfang meiner Amtszeit wurde in Leipzig ein junger Iraker vor dem Bahnhof ermordet, weil er ausländisch aussah, von 2 Neonazis. Glücklicherweise wurde er gefunden und ich bin da gebeten worden, ob ich nicht willig wäre, mich mit der Familie zu treffen. Und ich habe das natürlich gemacht. Wir fuhren also nach Leipzig
Und da stellte sich heraus, die Mutter war koptische Christin, ihr Partner war Muslim und der ermordete junge Mann war ein Kopte, der zum evangelischen Glauben übergetreten war. Der war auf dem Nachhauseweg. Und weil die Mutter, arme Leute wohnen auch in der Nähe des Hauptbahnhofs in Leipzig, er wurde auf dem Nachhauseweg einfach ermordet. Und ich verabschiede mich und dann begleitet mich der Partner von der Mutter und sagt, Islam, Christentum, wir haben doch alle den gleichen Gott. Manchmal braucht es die Krise, um das zu erkennen, was uns eint. Und daran, denke ich, sollten wir als Gesellschaft lernen, ab und zu auch zu appellieren, denn nur in Einheit überleben wir als Gesellschaft. Vielen Dank.